Unser heutiges Abenteuer beginnt im kleinen Schloss. Königin für einen Tag. Kinder, eure Mutter und ich sind heute den ganzen Tag in königlichen Geschäften unterwegs. Das bedeutet, ihr bleibt allein. Natürlich mit Nanny Plum. Es wird fantastisch laufen, eure Majestäten. Und keine Dummheiten, ja? Ich will nicht zurückkommen und mein Reich unter einer Schicht Gelee oder Frösche wiederfinden. Nein, Daddy. Denn während wir weg sind, repräsentierst du König und Königin Aurikel. Heißt das, ich bin damit Königin? Ja, im Grunde hast du recht. Nur für heute. Fantastisch. Magisches Auto, fahr los. Macht's gut. Viel Spaß. Wiedersehen. Königin Holly. Das klingt sehr schön, findet ihr nicht? Hallo, ich bin Königin Holly. Oh, hallo Ben. Hallo Nanny Plum. Kann Holly zum Spielen rauskommen? Ich fürchte, heute ist Holly viel zu beschäftigt, um zu spielen. Sie muss ein Königreich regieren. Hä? Ben, komm hier rauf. Schnell. Okay. Hallo Holly. Königin Holly für dich. Was? Mami und Daddy mussten heute wegfahren und haben mir die Verantwortung für das Königreich übertragen. Wow. Also, ich bin Königin Holly. Hallo? Hallo, Nanny Plum. Ich komme, um Ben 11 abzuholen. Es ist Zeit für die Schule. Oh, klar. Ich werde... Nanny, der weise alte Elf soll herkommen. Ich werde das mit ihm regeln. Wie ihr wünscht, Eure Majestät. Herein. Hallo, Prinzessin Holly. Ich bin heute nicht Prinzessin Holly. Ich bin Königin Holly, den ganzen Tag lang. Ich habe wirklich keine Zeit für solcherlei Scherze. Ich komme, um Ben abzuholen. Er muss in die Schule. Warte, Ben. Mami und Daddy sind heute weggefahren. Und ich habe die Verantwortung für das ganze Königreich. Ist es auch so, Nanny Plum? Ich befürchte durchaus. Und ich habe gerade erst entschieden, dass Ben an diesem Tag überhaupt nicht zur Schule gehen muss. Das ist jetzt Gesetz. Wisst ihr, das ist unüblich, muss ich sagen. Ich will, dass der Unterricht auch für alle anderen Kinder ausfällt. Oh, schulfrei für alle Elfen? Ja, das ist so Gesetz, weil heute alles gilt, was ich Königin Holly befehle. Wie ihr wünscht, Königin Holly. Oh je, die Kinder werden mit Sicherheit bestürzt sein, wenn sie die Neuigkeit hören. Kinder, ich bin untröstlich. Königin Holly hat soeben den Befehl erlassen, dass heute keine Schule stattfinden wird. Hurra! Ja! Was ist denn da los? Hurra! Keine Schule! Dankeschön, o weise Königin Holly! Hurra! Hurra! Heute soll ein absolut freier Tag sein. Für jeden im Land. Auch für die Erwachsenen. Auch für den weisen alten Elf. Und Nanny Plum. Oh. Niemandem ist es gestattet zu arbeiten. Das ist Gesetz für heute. Was sollen wir dann aber den ganzen Tag lang tun? Spiele spielen. Ja, eure Aufgabe ist es zu spielen. Und ihr müsst fröhlich sein. Denn ich bin ja heute Königin Holly. Dankeschön, Königin Holly. Richtig, Mr. Elf. Das nächste auf der Liste ist eine Lebensmittellieferung für das kleine Schloss. Genau, Mrs. Elf. Oh, was für eine Menge Arbeit. Ja, Elfen haben aber gern viel Arbeit. Und wir sind Elfen. Aus dem Weg! Helfen bei der Arbeit. Aber heute wird nicht gearbeitet, Mr. Elf. Es ist ein freier Tag. Ist das wahr, weiser alter Elf?
Tut mir leid, es ist so. Wir haben aber eine eilige Lebensmittellieferung für das kleine Schloss. Da fürchte ich, müssen Sie morgen wiederkommen. Na, auch gut. Wiedersehen. Wiedersehen. Er hat von Lebensmitteln gesprochen. Ich merke, dass ich ein bisschen Hunger habe. Ich auch. Ich auch. Ja, ich auch. Königin Holly, wir sind hungrig. Gut, in Ordnung. Wenn das so ist, befehle ich euch, esst etwas. Königin zu sein, ist die leichteste Sache der Welt. Es hat aber niemand irgendetwas zu essen vorbereitet. Es hat doch heute jeder einen freien Tag. Oh. Königin Holly, wenn ihr die Elfen zurück an die Arbeit lassen würdet, könnten wir für alle etwas zu essen herrichten. Nein, nein. Ihr sollt alle heute einen schönen freien Tag genießen. Das Gesetz ist so. Aber wir haben Hunger. Wir brauchen was zu essen. Ich mach was zu essen. Hurra! Also, was isst du an freien Tagen am liebsten? Eiscreme. Ja, das ist die Idee. Heute kriegt ihr alle wahnsinnig leckere Eiscreme. Hurra! Dankeschön, Königin Holly. Wo gehen wir denn jetzt hin? Runter in die Küche. Wir können den Wunderkessel von Nanny Plum benutzen. Darin machen wir die Eiscreme. Oh, du hast doch nicht etwa vor, die Eiscreme mit Zauberei herzustellen? Natürlich, wie denn wohl sonst? Vorsicht, Holly, du weißt, deine Zaubersprüche funktionieren nicht immer so ganz richtig. Eiscreme machen ist doch das Leichteste von der Welt. Los geht's! Abracadu, Abracadang, Eiscreme für alle und den ganzen Tag lang. Siehst du, es funktioniert. Wow! Eiscreme für alle! Greift zu! Oh, danke schön! Ich bringe sofort noch mehr! Oh, das ist aber ganz schön viel! Wird das nicht bald aufhören? Ich fürchte, ich habe gesagt, dass der Kessel den Tag lang Eiscreme machen soll. Oh je! Bald sind wir zu Hause. Ja. Und es ist beruhigend zu sehen, dass das Königreich nicht mit Klebrigem oder Ekligem überflutet worden ist. Richtig. Holly muss wirklich vernünftig gewesen sein. Ah, das ist doch jetzt viel zu viel Eiscreme. Lass es aufhören, Holly. Mach endlich Schluss. Zigidi-Zigidi-Zop. Stopp, stopp, stopp. Ein Glück. Jetzt ist es besser. Wow. Wo ist unsere Eiscreme? Ah! Oh! Oh! Große Güte! Ich habe versucht, es aufzuhalten, Nanny. Es hat nur gar nicht funktioniert. Wir können von Glück reden, dass der König und die Königin nicht hier sind und diesen Schlamassel sehen. Der König und die Königin! Hurra! Eine wirklich reizende Überraschung, dass wir von euch allen willkommen geheißen werden. Wenn ihr gestattet, dann erlaube ich mir als Erster auszudrücken, wie froh wir sind, dass ihr wieder zurück seid, eure Majestäten. Während ihr fort wart da... Ja, ja. Ich bin jetzt ein wenig müde. Wenn Sie mich also entschuldigen würden... Stopp! Oh, wie wär's noch mit einem kleinen Spaziergang, Eure Majestät? Ich bin mit Aufräumen und Saubermachen nicht ganz fertig geworden. Wenn schon, Nanny Plum. Das kümmert mich nicht. Ich will nur noch ein heißes Bad. Ah, Eiscreme. Tut mir so leid, Daddy. Das ist alles meine Schuld. Ich habe versucht, eine gute Königin zu sein und dafür zu sorgen, dass alle glücklich sind. Aber das ist doch viel schwerer, als du denkst. Ja, Holly. Wem sagst du das? Ganz besonders bei Elfen. Elfen sind niemals glücklich. Wir sind durchaus glücklich. Und zwar, wenn wir beschäftigt sind. Elfen sind gern sehr beschäftigt. Und wir sind Elfen. Wenn das so ist, dann befehle ich, dass alle Elfen sofort zurück an die Arbeit gehen. Hurra! Und die erste Aufgabe ist die Beseitigung der Flut von Eiscreme. Dankeschön, Eure Majestät. Ein dreifach hoch für König Aurikel. Und Königin Holly. Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra!